Hallo zusammen, es ist Freitagabend, die Höllenwoche ist vorbei. Wir haben den 16. Juni, es ist 17.46 Uhr. Ich glaube, von dieser Woche hat man sich viel, viel mehr Volatilität versprochen, aber ich fand es eigentlich recht ruhig. Fed, na gut, ihr wisst, was die alle gemacht haben, Fed gar nichts, EZB ein Viertel hoch und heute der große Verfalltermin ist auch erstaunlich ruhig verlaufen. Also da hatte ich wirklich gedacht, da passiert mehr. In Einzelwerten war schon richtig was los. So eine Deutsche Bank von, ich glaube es waren 9,60 auf 10,05 auf 9,30. Eine Lufthansa von 9,05 auf 9,65 auf 9,20. Eine Bayer hat sich auch mal ein bisschen bemüht. Rheinmetall und so weiter. Also in den Einzelaktien war schon ziemlich viel los. Im Index selbst, ja gut, er ist gestiegen, okay, akzeptiert. Aber relativ ruhig alles. Erstaunlich ruhig. Fangen wir mal mit dem Index an. Also ja, wir haben ein neues Hoch. Und zwar war das heute während des Tages bei 16.427,42. Dadurch haben wir die bestehende Gefahr von diesem Doppeltop hier einmal, zweimal rausgenommen. Wir schließen drüber, das ist okay. Also diese Gefahr, die bestand, latent, ist weg. Wir sind höher am oberen Band. Wir schließen auf einem All-Time-High. Nicht nur als Schlusskurs, sondern auch während des Tages waren wir deutlich höher, wie eben schon genannt. Von daher ist rein vom Chart her eine Trendfolge angesagt, nach oben. Ich bin skeptisch für den Markt. Mir gefällt es nicht, dass manche Werte nach oben gerissen werden, dann zack, bumm, will sie keiner mehr haben. Das mag ich nicht. Ja? Also das ist meine Erfahrung, das geht nicht lange gut. Und es gibt nur ganz wenige, die wirklich, sagen wir mal, dauerhafter Anschlussorders hatten, eine Siemens zum Beispiel oder auch eine Rheinmetall. Aber das gefällt mir nicht. Das ist so ein ruhiges nach oben gehen. Ich habe hier kein Jubeln gehört. Ich habe aber auch keine Stops gesehen, die irgendwo nennenswert ausgelöst wurden. Deswegen wäre das eine schnellere Bewegung gewesen, hätte ich wenigstens noch das Argument eines Stops-Fischens irgendwo gehabt. Ist aber nicht. Also ich bleibe skeptisch. Ich bin aber nicht short, weil das wäre Handeln gegen den Trend. Und das ist eine meiner Regeln, das mache ich nicht. Also das mache ich, wenn überhaupt, mit Schnüffelstücken. Aber ich habe diese Woche im Index gar nichts gehandelt. Also nochmal, das Doppeltop, die Gefahr ist erstmal raus. Wir sind am oberen Band, waren sogar leicht drüber, sind wieder ein bisschen drin. Gleitendurchschnitt, alles positiv, 10 über 20 ist in Ordnung. Die Unterstützung liegt jetzt hier momentan im Bereich 16.034 und hier unten, weiter unten bei 15.915. Wir sind weiter positiv über das MACD. Wir gelten als heftigst überkauft über den Oszillator. Aber das ist kein Kaufsignal. Das kann auch sowas hier werden. Und das ist immer die Gefahr. Ich sage es immer wieder, ich warte auf sowas oder sowas. Das Island Reversal ist jetzt komplett weg. Also grundsätzlich muss ich sagen, hat der Markt noch Chancen oder weiter Chancen. Ich gehe nicht long. Ich kaufe den auf dem Niveau nicht mehr. Aber ich gehe ihn auch noch nicht short. Ich habe zu wenig Verkaufssignale, die mir da irgendwo helfen könnten. Ich habe die Scheine leicht adjustieren müssen. Der eine Call war zu weit weg und der andere Put war zu nah dran. Ich glaube, der ist sogar gestorben. Ja doch, müsste heute mit 16.418. Ja, der ist raus. Deswegen, ich habe hier also einen neuen Put, 16.919. Und ich habe hier einen neuen Call, der ein bisschen näher dran ist, 15.534. Ich habe noch Aktienpositionen, aber nicht mehr viel. Ich fühle mich trotzdem, ich weiß, da kriege ich bestimmt Shitstorm, aber ich fühle mich nach wie vor nicht wohl mit dem Markt. Ich werde in Einzelwerten bleiben und ich werde nicht im Index hier irgendwie was machen. Eine Zahl noch nebenher, erinnert euch, ich rede da immer wieder von der Spread zwischen Nasdaq und dem DAX, der war im März 4.000 Punkte, war der DAX über dem Nasdaq. Der ist jetzt geschmolzen auf 1.200 Punkte. Der Dow hat insgesamt nicht viel gemacht. Ich glaube, der liegt noch nicht mal bei 5% plus in diesem Jahr. Aber halt die Nasdaq mit, ich weiß nicht, 43%, ich weiß es nicht. So ungefähr. Und das heißt, es ist noch nicht mal Amerika, das steigt. Es ist nur und ausschließlich die Nasdaq. Also mir sind fast die Hände gebunden, so möchte ich es mal sagen. Weil wie gesagt, zum Long gehen, also jetzt auf den DAX gesprochen, kann ich nicht mehr. Short gehen darf ich noch nicht. Und das muss ich dann einfach mal so akzeptieren und mich nicht dagegen stellen.
Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.